So. Wir haben die Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung 2 und wir behandeln heute die Themen Haftung und Gesellschafterversammlung. Ich bin heute gesundheitlich etwas angeschlagen, habe theoretisch 39 Fieber, aber das hält uns nicht wirklich auf. Dank Paracetamol, das sorgt dafür, dass das Fieber einigermaßen im Rahmen bleibt. Wir haben heute, wie gesagt, einen Rest vom letzten Mal noch und dann das neue Thema Gesellschafterversammlung, was aber überraschend kurz ist, denn anders als im Aktienrecht gilt da im GmbH-Recht, wenn Sie mal in § 45 gucken, weitgehend Vertragsfreiheit. 45 sagt Ihnen nämlich, die Gesellschafter können das so ausgestalten, wie sie es für sinnvoll erachten. Wenn Sie mal genau gucken, habe ich das hier? Ja. Die Rechte bestimmen sich nach dem Gesellschaftsvertrag, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Das heißt, Sie können dann sagen, wir treffen uns einmal im Jahr. Sie können aber auch eine Willensbildung per E-Mail ermöglichen oder per Videokonferenz. Also all das, was Sie im Aktienrecht über Hauptversammlung lernen, hat im GmbH-Recht überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, das zweite Thema wird recht schnell gehen. Aber Sie sehen schon anhand der Folienzahl, das erste Thema ist dann doch etwas umfangreicher. Ja. Bevor wir aber zum ersten Thema kommen, wollte ich mit Ihnen noch kurz wiederholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Und letzte Woche haben wir angefangen mit der Rolle der Gesellschafter und wir haben uns zunächst mit der Frage beschäftigt, wie wird man überhaupt Gesellschafter einer GmbH? Welche Möglichkeiten kommen da in Betracht? Und welche sind das? Ja. Ja. In der Tat, die Kollegin sagt, durch Teilnahme an der Gründung, durch Übertragung von Geschäftsanteilen nach § 15, durch Erbfall, wenn quasi durch Erwerb von Todeswegen nach 1922 der Anteil übergeht. Und schließlich sagt sie durch Umwandlungsvorgänge, Verschmelzung, Formwechsel und Ähnliches. Fällt Ihnen vielleicht noch eine weitere Variante ein, die der Gründung eher nahesteht? Wie kann ich Gesellschafter werden, wenn ich nicht Anteile von jemand anderem erwerbe, sondern wenn ich quasi originär Gesellschafter werden will, nachträglich? Ja, durch Eintritt und dann Kapitalerhöhung. Wie würden Sie sagen, läuft es formell ab? Was ist die richtige Reihenfolge? Ja, also erst die Kapitalerhöhung beschlossen und die neuen, also die Anteile, wenn wir neue Anteile schaffen, die kriegt man dann als. So ist es. Also Sie erhöhen das Kapital und dann übernehmen Sie die neuen Anteile durch Erbringung der Einlage. Sie verpflichten sich zur Einlageerbringung und erst mit der Kapitalerhöhung werden Sie dann Gesellschafter. Ja, das sind die Möglichkeiten, wie man Gesellschafter einer GmbH wird. Jetzt haben wir gelernt, man kann nicht einfach so GmbH-Geschäftsanteile übertragen. Aktien, kennen Sie, kann man als Inhaber Aktien haben, die kann man ganz einfach nach 929 BGB übertragen. Man kann Aktien aber auch als Namensaktien ausgestalten, dann können Sie ein Indossament drauf machen und das dann damit weiter übertragen. Oder Sie können Aktien auch nach 398, 413 BGB ebenfalls formlos übertragen. Für die GmbH haben wir aber ein Formerfordernis, nämlich welches und wo steht das? Ja. Ja, 15 Absatz 3. Und wir haben noch ein weiteres Formerfordernis in 15, nämlich wo? Ja, in Absatz 4 Satz 1. Das eine für das schuldrechtliche Geschäft, das andere für das dingliche Geschäft. Jetzt, warum hat der Gesetzgeber es hier als zwingend angesehen,
dass sowohl das schuldrechtliche Geschäft als auch das dingliche Geschäft notariell beurkundet werden sollen. Ja? Ja, in der Tat, die Kollegin sagt, in der GmbH gilt Vertragsfreiheit, das heißt, die können im Gesellschaftsvertrag regeln, was sie wollen, während im Aktienrecht der Grundsatz der Satzungsstrenge gilt, nach 23 Absatz 5. Das heißt, es ist egal, ob sie Aktien von VW oder von Daimler kaufen, alle Aktiengesellschaften sind irgendwie sehr ähnlich. Wenn ich nun informiert werden muss vom Notar, informieren kann ich mir theoretisch auch selber. Die Satzung ist ja keine Geheimsache. Ich könnte mir die also aus dem Handelsregister ziehen, durchlesen und sagen, ja, finde ich okay. Gibt es vielleicht noch einen weiteren praktischen Grund, warum es besonders gefährlich sein kann, Gesellschafter einer GmbH zu sein? Gefährlicher als Aktionär einer AG? Welche Risiken könnten damit verbunden sein, wenn Sie Gesellschafter einer GmbH sind? Ja? Dass dann unter Umständen die Ausfallhaftung aus 24 treffen? Ja, in der Tat. Es könnte Sie die Ausfallhaftung nach 24 treffen, wenn einer Ihrer Mitgesellschafter seine Einlage nicht voll erbringt oder nicht voll erbringen kann, dann können Sie persönlich für dessen Einlage in Anspruch genommen werden. Dasselbe haben wir auch nochmal in 31. Auch da, wenn einer Ihrer Mitgesellschafter sich Geld auszahlen lässt und das im Casino verspielt, haften Sie für die dadurch entstehenden Ausfälle. Im Aktienrecht haftet ein Aktionär nie für Verluste, die ein anderer Aktionär einfährt. Da trägt jeder Aktionär nur sein konkretes Risiko. In der GmbH haften Sie für Ihre Kollegen mit. Deshalb sagen manche auch, gehst du mit, bist du hin. Ja? GmbH. Keiner hat den Witz verstanden, sehe ich schon. Ja, deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, ist ein GmbH-Anteil was besonders Gefährliches. Und da ist die Warnfunktion besonders ausgeprägt, da muss der Notar so umfangreich informieren. Dann haben wir gesprochen, letzte Stunde, über den gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen nach § 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Und welche Probleme stellen sich beim gutgläubigen Erwerb nach 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz? Ja. Der Absatz 2, Satz 4, sagt ja, dass man das Ungläubige erwerben kann. Also Anteile in der Liste stehen, dann sagt er dann 2, aber das geht nur mit, also wenn, das ist ausgeschlossen, wenn die Liste weniger als 3 Jahre unrichtig ist. Ist das so? Sagt er das so? Können Sie nicht gutgläubig erwerben, wenn die Liste weniger als 3 Jahre unrichtig war? Wir stellen ja noch mehr Bedingungen auf. Ja, mehr Bedingungen wäre ja noch einschränkender.
Ist es zwingende Bedingung, dass die Liste 3 Jahre unrichtig war? Ja? Ja, und woran sehen Sie das? Wenn Sie den Wortlaut nehmen, steht da auch und, dann denken Sie sich, oh, und heißt doch kumulativ bekanntlich in der deutschen Sprache. Jetzt hier gucken. Dies gilt nicht, wenn die Liste zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich des Geschäftsanteils weniger als 3 Jahre unrichtig und die Unrichtigkeit dem Berechtigten nicht zuzurechnen ist. Das sind doch kumulative Voraussetzungen. Warum sagt die Kollegin dann, das ist alternativ, entweder zurechenbar oder 3 Jahre? Das würde Frau Puppe Ihnen jetzt innerhalb von 2 Sekunden erklären. Das sollten Sie im 2. Semester gelernt haben, warum das alternative und nicht kumulative Voraussetzungen sind. Rein sprachlich. Wegen der Verneinung. Wenn ich nämlich sage, wenn nicht A und B, liegt es nicht vor, wenn entweder A vorliegt oder B vorliegt. Das heißt, es muss positiv festgestellt werden, entweder die Liste war mehr als 3 Jahre unrichtig oder es ist zurechenbar. Durch das Nicht wird das Und zu einem Oder. Das kennen Sie auch aus § 1 Absatz 2 HGB zum Beispiel, nach Art und Umfang. Ja, da steht drin Art oder Umfang, weil es eine Verneinung ist. Also auch da, Verneinung führt zum Umdrehen von und oder. Sie sehen, deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache. So, das heißt aber jetzt 3 Jahre unrichtig oder zurechenbar. Was heißt denn 3 Jahre unrichtig? Wodurch wird denn die Gesellschafterliste unrichtig? Ja? Ja, in der Tat, wenn die Liste jemanden als Gesellschafter ausweist, der gar nicht, also noch nie, oder zumindest nicht mehr Gesellschafter ist oder nicht in dieser Höhe. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, woher wissen Sie denn, ob die Liste richtig oder unrichtig ist? Es gibt die eine denkbare Variante, die Liste wurde gerade ausgetauscht. Wenn Sie die Liste jetzt austauschen, dann wissen Sie, okay, wenn jetzt jemand Neues draufsteht, könnte dieser Mensch zu Unrecht draufstehen. Das heißt, Sie können dann sagen, da kann ich 3 Jahre abwarten, dann mag diese Liste richtig geworden sein. Aber auch das ist nicht garantiert, denn was kann passieren, unabhängig davon, was auf der Liste steht? Wodurch wird die Liste unrichtig, ohne dass das in der Liste automatisch erkennbar wird. Ja? Ja, indem ein anderer Erwerbsstand findet, der nicht eingetragen wird. Da haben wir darüber gesprochen. Was passiert, wenn ich einen Anteil erwerbe und das beim Notar mache? Was muss der Notar dann tun? Was tut der Notar, wenn ich einen GmbH-Geschäftsanteil erwerbe? Außer mich belehren und das Ganze beurkunden. Was tut der Notar noch? Der Notar muss eine neue Liste einreichen, sobald jemand einen Anteil erwirbt. Das heißt, wenn A von B einen Geschäftsanteil erwirbt, muss der Notar in dem Moment, wo er das beurkundet, auch die Liste austauschen. Jetzt, wie kann es dann dazu kommen, dass die Liste falsch ist? Wenn doch bei jeder Übertragung der Notar
eine neue Liste einreichen muss. Jetzt seien Sie mal kreativ, wodurch kann es dazu kommen, dass die Liste falsch wird? Ja, in der Tat, bei einer aufschiebenden Bedingung im Sinne von 158 BGB kann der Notar die Änderung noch nicht eintragen, weil die Liste wäre ja dann falsch. Dann würde die Liste jemanden ausweisen, der noch nicht Gesellschafter ist. Wenn die Bedingung eintritt, müsste eine neue Liste eingereicht werden, aber in dem Moment ist der Notar nicht mehr involviert. Das heißt, er weiß gar nicht, ob die Bedingung eingetreten ist. Der kann das ja nicht beobachten. Das heißt, der Notar kann seiner Pflicht nicht nachkommen. Und damit gibt es niemanden, der eine neue Liste einreicht. Das müsste theoretisch der Geschäftsführer machen, aber dazu müsste der auch seine Pflichten erfüllen. Und der mag vielleicht auch an Schwarzgeld interessiert sein oder an anderen dubiosen Dingen. Der Geschäftsführer muss nicht immer redlich sein, der Notar schon. Gut, es gibt auch noch andere Vorgänge, wo der Notar überhaupt nicht beteiligt ist, nämlich wenn jemand stirbt. Also da ist der Notar meistens nicht beteiligt, beim Todesfall oder auch beim Namenswechsel oder beim Umzug ist der Notar nicht involviert. Das heißt, auch dadurch kann die Liste falsch werden. Wenn Sie also Christian Meyer aus Bonn haben, der Gesellschafter ist, kann es durchaus sein, dass es davon zwei gibt. Und wenn der eine wegzieht, dann kann der andere sich als Christian Meyer Bonn ausgeben. Die Liste ist dann 3 Jahre falsch. Wenn Sie vor 3 Jahren umgezogen sind, kann irgendein Christian Meyer aus Bonn hier ihre Geschäftsanteile verkaufen. Das ist auch ein Vorgang außerhalb der Liste, der sich nicht automatisch widerspiegelt. Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt auch die ganz dubiose Möglichkeit, Sie können einen Notar aus der Schweiz einschalten und das Ganze in der Schweiz beurkunden lassen. Wenn Sie es in der Schweiz beurkunden lassen, darf der Schweizer Notar keine Liste einreichen, weil die deutschen Handelsregister nehmen von dem nichts an. Denn man sagt, dem Schweizer Notar kann der deutsche Staat keine Pflichten auferlegen. Aber die Beurkundung durch den Schweizer Notar genügt für die Wirksamkeit der Übertragung. Wenn Sie also irgendwelchen IS-Mitgliedern Geschäftsanteile übertragen wollten, würden Sie das in der Schweiz tun, denn das kann dann keiner mehr zurückverfolgen. Die Liste ist dann falsch, aber es merkt keiner. Wenn auf der Liste nur Christian Meyer steht und es zweimal Christian Meyer gibt und dann macht der andere das, obwohl der eine gewonnen hat, dann ist die Liste zwar richtig. Ja. Die haben vom Falschen erworben. Der hat es nicht berechtigt. Damit kann ich nicht gutgläubig. Ja. Ich kann nur gutgläubig erwerben, wenn die Liste mehr als 3 Jahre unrichtig ist. Sonst war es das. Dann ist mein guter Glaube schön und gut, aber die Voraussetzung liegt nicht vor. Die Liste ist ja richtig und für eine richtige Liste kann ich nicht gutgläubig erwerben. Also der Christian Meyer, der genauso heißt, das gleiche Geburtsdatum hat, kann Ihnen nichts verkaufen. So, dann haben wir diese tolle Norm uns angesehen. Frage, ist das ein wirksamer Schutz für den Erwerber? Wenn Sie jetzt einen Geschäftsanteil erwerben würden, würde Ihnen diese Information reichen, wenn man Ihnen die Gesellschafterliste vorlegt und sagt, da, ich stehe schon 5 Jahre drin oder ich stehe schon 10 Jahre drin. Ja, in der Tat, die Frage, wie lange jemand auf der Liste draufsteht, hat absolut keine Relevanz dafür. Das heißt, aus dem reinen Umstand, dass jemand auf der Liste draufsteht, können Sie keine Information ziehen. Sie haben also einen guten Glauben, der zufällig mal geschützt wird und mal nicht geschützt wird. Der gutgläubige Erwerb hier läuft also im Grunde ins Leere. Er schützt den Verkehr nicht wirksam. Ja. Welche Vermögensrechte haben GmbH-Gesellschafter? Das heißt, welche Rechte in Bezug auf das Vermögen der Gesellschaft? Das sind jetzt nicht so viele.
Das sind genau zwei. Ja? Ja, einmal auf den jährlichen Jahresabschluss. Ja. Und einmal auf den Jubiläumszuschuss. Ja, in der Tat. Sie haben zunächst mal nach § 29 GmbH-Gesetz Anspruch auf einen Anteil am jährlichen Gewinn. Zudem haben Sie nach § 71 GmbH-Gesetz Anspruch auf einen Anteil am Gesellschaftsvermögen, nachdem die Gesellschaft liquidiert worden ist und die Schulden beglichen worden sind. Da wird einfach das Gesellschaftsvermögen geteilt und jeder kriegt seinen Anteil. Wichtig auch hier der Unterschied zur Aktiengesellschaft. In der AG dürfen Sie jedes Jahr maximal den Jahresüberschuss ausschütten. Sie können also maximal hingehen und das, was in dem Jahr an Gewinn gemacht worden ist oder durch Rücklagenauflösung erzielt worden ist, ausschütten. In der GmbH ist das nicht so. In der GmbH können Sie jeden Cent ausschütten. Einzige Ausnahme 3031. Sie dürfen nach § 30 nicht ans Stammkapital ran. Alles andere, was Sie haben, können Sie munter unter die Gesellschafter verteilen. Bis zu dem, was Sie als Stammkapital angegeben haben. Ja, gucken wir weiter. Welche Pflichten haben die GmbH-Gesellschafter? Welche Pflichten hat man, wenn man GmbH-Gesellschafter ist? Ja, zunächst die Leistung der Einnahmen. Ja. Und dann darüber hinaus alle weiteren Pflichten, die ich in der Satzung festgelegt habe. Mhm. Ja, also die Kollegin sagt, wir haben erstmal die Pflicht zur Erbringung der Einlage, § 19. Das heißt, ich muss meine Einlage, die ich versprochen habe, an die GmbH leisten. Zweitens kann ich in der Satzung Nebenleistungspflichten vereinbaren, zum Beispiel eine Pflicht zur Geschäftsführung oder eine Pflicht zur Gebrauchsüberlassung von Gegenständen. Auch die muss ich erfüllen. Es gibt noch eine dritte Kategorie von Pflichten, nämlich welche? Ja, die Treupflichten. Treupflichten werden Sie im Gesetz nicht finden, weil Treupflichten so ein allgemeines Auffangthema sind. Und Treupflichten verpflichten die Gesellschafter ganz allgemein dazu, alle Handlungen vorzunehmen, die den Gesellschaftszweck fördern und alle Handlungen zu unterlassen, die den Gesellschaftszweck gefährden können. Das heißt, nicht sich selbst zu begünstigen, sondern immer im Interesse der GmbH bzw. der Mitgesellschafter zu agieren. Was man aus Treupflichten alles machen kann, gucken wir uns heute näher an, indem wir einen Ausblick wagen auf Konzernrecht. Wir haben ein gesetzliches Konzernrecht im Aktienrecht, 293 folgende. Und im Aktienrecht haben wir auch Regelungen, was gilt, wenn kein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag besteht, in 311 folgende. Auch bei einer GmbH ist es möglich, dass Sie einen Gesellschafter haben, der nebenbei noch fünf andere Unternehmen hat und gleichzeitig die absolute Mehrheit. Dann kann der genauso in die Gesellschaft reinregieren, als wenn er einen Beherrschungsvertrag geschlossen hätte. Und das bedeutet praktisch, dass dieser Obergesellschafter die Interessen der anderen einfach ignorieren kann. Er kann nämlich mit seiner Mehrheit seine Interessen durchsetzen. Das Aktienrecht hat das Ganze, wie gesagt, geregelt in 311 folgende. Das passt aber nicht auf die GmbH und das ist unstreitig, weil im Aktienrecht ist es eigentlich so, selbst wenn ich 100% der Aktien habe, kann ich den Vorstand nicht reinreden. Der Vorstand in der AG ist nach 76 Aktiengesetz in seiner Tätigkeit unabhängig. Er ist nicht weisungsgebunden, weder an den Aufsichtsrat noch an die Gesellschafter.
Zudem ist auch sein Posten relativ sicher, denn ich kann ihn nur aus wichtigem Grund abberufen. Das heißt nicht einfach, weil ich irgendwie unzufrieden bin, kann ich den Vorstand austauschen. Das haben wir in der GmbH alles nicht. Der Geschäftsführer ist der Sklave der Gesellschafter. Er muss die Weisungen befolgen. Zudem, wenn der Geschäftsführer die Weisungen nicht befolgt oder nicht das tut von sich aus, kann ich ihn nach 38 einfach mit Mehrheit abberufen und jemanden neuen berufen, der mir williger erscheint und der das tut, was ich gerne von ihm hätte. Zudem ist es so, dass ich in der GmbH auch keinen entsprechenden Kapitalschutz wie in der AG habe. In der AG, habe ich Ihnen eben gesagt, darf ich immer nur den Jahresüberschuss und die Aktionäre verteilen. Der Rest bleibt grundsätzlich im Unternehmen. In der GmbH kann ich bis zur Grenze des Stammkapitals ohnehin alles verteilen. Das heißt, auch hier wäre es zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, wenn der Mehrheitsgesellschafter Geld verschwendet oder in die Kasse greift, muss er das wieder einzahlen, weil es gibt ja hier ohnehin das Recht, bis zu Stammkapitalgröße in die Kasse zu greifen. Das heißt, dieses aktienrechtliche Konzernrecht passt nicht auf die GmbH. Stattdessen berufen sich die GmbH-Rechtler auf die Treupflicht. Und die sagen, die Treupflicht besteht in einem Schädigungsverbot. Und dieses Schädigungsverbot kann im Einzelfall so weit gehen, dass ich sogar ein Wettbewerbsverbot habe. Wettbewerbsverbot in dem Sinne, dass ich sage, ich darf nicht gleichzeitig auch für die Konkurrenz tätig sein, weil das mich als Mehrheitsgesellschafter in meiner Abstimmung beeinflusst. Und um rauszufinden, ob ein Treupflichtverstoß vorliegt, wird ein schlichter Vergleich gemacht, wie hätte sich der Geschäftsführer einer GmbH verhalten, wo nicht ein Mehrheitsgesellschafter ihm reingeredet hätte. Hätte der die gleichen Entscheidungen gefällt oder hätte der sich möglicherweise anders entschieden? Das heißt, wir gucken, hat sich im konkreten Fall der Einfluss des mächtigen Mitunternehmers realisiert, der damit seine eigenen Taschen füllen wollte, indem er mit seinem eigenen Unternehmen Geschäfte abschließen wollte? Oder sind das Transaktionen zu normalen Marktpreisen? Wenn das Transaktionen zu normalen Marktpreisen sind, dann ist es keine Treupflichtverletzung. Also entweder Eigenbegünstigung verboten oder Marktpreis erlaubt. Und die grundlegende Entscheidung des BGH ist die ITT-Entscheidung. Jetzt sind Sie total verwirrt, was heißt ITT? Die ITT war hier ein Konzern. Und die IAG hatte 85% der Anteile an einer GmbH. Die anderen 15% gehörten, hier heißt er mal F. Nun wurde ein Geschäftsführer angestellt und der Geschäftsführer bekam von dem 85% Gesellschafter, das heißt von der IAG, die Anweisung, hör mal, lieber Geschäftsführer, du solltest mal ein Service Agreement mit uns abschließen. Und daraufhin schließt er ein Service Agreement ab und dieses Service Agreement sagt, die GmbH darf die Dienste des Konzerns nutzen, muss dafür aber jedes Jahr 1% ihres Gesamtumsatzes an ihre 85% Gesellschafterin als Entschädigung für den Service zahlen. Deshalb zahlte sie im ersten Jahr 750.000 Euro und der F sagt, Moment mal, das geht ja wohl gar nicht. Im konkreten Fall hätten die Beratungsleistungen einen Wert von maximal 250.000 gehabt und er sehe gar nicht ein, das sei hier eine Bereicherung der Mehrheitsgesellschafterin auf seine Kosten und das sei treupflichtwidrig. Und diesen Fall hatte der BGH nun zu entscheiden und der BGH musste sich die Frage stellen, verbietet es die Treupflicht, dass die Mehrheitsgesellschafterin ihre Stimmenmehrheit ausnutzt, um den Geschäftsführer anzuweisen, mit ihr einen Vertrag abzuschließen, wonach 1% des Jahresumsatzes als Konzernumlage gezahlt wird und dafür unbestimmte Beratungsdienstleistungen erbracht werden. Ja, der BGH ist dann hingegangen und hat gesagt,
gerade in der GmbH ist es so, dass auch die Gesellschafter untereinander eine Treuepflicht haben. Das heißt, nicht nur eine Pflicht gegenüber der GmbH, berücksichtige deren Interessen, sondern berücksichtige auch deine Mitmenschen. Und der arme F hat ja hier möglicherweise einen Nachteil erlitten und ich habe die Möglichkeit, ihn durch einseitige Handlungen zu benachteiligen. Zudem, sagt der BGH, ist in der GmbH ein besonderes Risiko. Durch das Weisungsrecht kann nämlich der Gesellschafter durchaus den Geschäftsführer veranlassen, die einzelnen Gesellschafter zu benachteiligen, zu seinen Gunsten. Irrelevant ist hingegen, dass es hier gar keine konkrete Weisung im Sinne des GmbH-Gesetzes war, sondern einfach nur der 85% der Gesellschafter hingegangen ist und gesagt hat, hör mal, ich habe 85%, ich habe dich gewählt, jetzt mach mal so, denn selbst wenn er abgestimmt hätte, wäre es nicht geheilt geworden. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob er einfach nur sagt, du hast eh keine Wahl, entweder ich stimme ab oder ich sage es dir so, oder ob er direkt abstimmt und das dann machen lässt. In beiden Fällen ist das eine Benachteiligung, die der Geschäftsführer nicht hinnehmen muss, die der Mitgesellschafter nicht hinnehmen muss. Der Minderheitsgesellschafter muss nicht hinnehmen, dass der Mehrheitsgesellschafter unberechtigte Mengen Geld aus der Gesellschaft entzieht. Wenn ich sage, der Minderheitsgesellschafter muss das nicht hinnehmen, greift das natürlich dann nicht ein, wenn es überhaupt keine Minderheitsgesellschafter gibt. In der Ein-Personen-Gesellschaft gibt es keinen, der das verhindern könnte. Das Zweite ist, der Minderheitsgesellschafter hat dann keine Rechte mehr, wenn er der konkreten Maßnahme zugestimmt hat. Wenn er mit Ja stimmt und sagt, ich finde das gut mit der Konzernumlage, kann er nicht hinterher hingehen und sagen, das war aber treuwidrig. Also wenn er dafür gestimmt hat, hat er damit auf sein Recht verzichtet. Einzige Grenze ist, wenn Gläubiger sich darauf berufen können, wenn verstoßen wird gegen § 30, das heißt, wenn das Stammkapital angegriffen wird, und in den Fällen der sogenannten Existenzvernichtungshaftung, die wir uns gleich noch näher ansehen werden. Alle Beschlüsse, die gegen die Treuepflicht verstoßen, sind nichtig, also sind rechtswidrig und können durch Anfechtung aufgehoben werden. Auch hier gilt, wenn sich niemand rührt, werden diese Beschlüsse wirksam und dann kann man nichts mehr dagegen unternehmen. Der Minderheitsgesellschafter muss also gegen den konkreten Weisungsbeschluss vorgehen, sonst erlangt dieser Beschluss Bestandskraft und man kann nichts mehr dagegen unternehmen. Allerdings führen Treuepflichtverstöße auch zu Schadensersatzpflichten. Anspruchsgrundlage dafür ist 280.1 in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag. Und diese Schadensansprüche sind dann gegen den Mehrheitsgesellschafter gerichtet, der entsprechendes Geld an seine Mitgesellschafter leisten muss. Schließlich gibt es einen allgemeinen Unterlassungsanspruch, hier wegen Verletzung der Mitgliedschaft aus 823.004. Der Mehrheitsgesellschafter darf keine Maßnahmen ergreifen, die den Minderheitsgesellschafter verletzen können. Und wenn solche Maßnahmen absehbar sind, kann ich schon vorab Unterlassung vor Gericht durchsetzen, entweder per einstweiliger Verfügung, was der Normalfall sein dürfte, oder, wenn ich genug Zeit habe, auch per Unterlassungsklage und kann dann einen Unterlassungstitel gerichtlich erwirken. Der Schadensersatzanspruch der Gesellschaft, den es auch geben kann, wenn nämlich die Gesellschaft das Opfer ist, wird durchgesetzt, grundsätzlich durch die Gesellschaft selbst. Das setzt wiederum voraus, dass die Gesellschafterversammlung einen entsprechenden Beschluss fällt. Und bei diesem Beschluss hat das herrschende Unternehmen kein Stimmrecht, weil es ja ohnehin sonst den Beschluss kippen würde. Wenn Sie 85% haben, dann könnten Sie jeden Beschluss zur Durchsetzung von Schadensansprüchen verhindern, indem Sie mit 85% dagegen stimmen. Deshalb sagt 47 Absatz 4 ausdrücklich, bei der Einleitung eines Rechtsstreits gegen einen Gesellschafter ist dieser von der Abstimmung ausgeschlossen.
Ausnahmsweise wird auch einzelnen Gesellschaftern das Recht zugestanden, wenn dieses Verfahren auf der linken Seite nicht wirksam ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Geschäftsführer, der zur Durchsetzung befugt wäre, offensichtlich nicht geeignet ist, diese Interessen durchzusetzen, weil er in Interessenkollision steht. In diesen Fällen kann der einzelne Aktionär im eigenen Namen klagen auf Schadensersatzzahlung an die Gesellschaft. Das ähnelt in gewisser Weise dem Klageerzwingungsverfahren in 148 Aktiengesetz. Der Unterschied hier ist, dass kein vorgeschaltetes Verfahren besteht. Der Aktionär klagt einfach vor Gericht auf Zahlung an die Gesellschaft. Das ist ein Fall ungeschriebener gesetzlicher Prozessstandschaft, wenn Sie es genau wissen wollen. Um zu verhindern, dass die Macht ausgeübt wird, können Sie zunächst mal Beschlüsse gerichtlich überprüfen lassen. Immer dann, wenn Ihnen was suspekt vorkommt, können Sie dagegen klagen und sich vor Gericht auseinandersetzen. Das hat ein großes Problem, das verzögert die Entscheidungsfindung im Unternehmen erheblich und wird Ihnen auch nicht viel nützen, weil letztendlich das Unternehmen dadurch handlungsunfähig wird. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie den Geschäftsführer rannehmen und ihm sagen, nach 52a musst du mich informieren über alles, was relevant ist. Also leg die Karten auf den Tisch und berichte mir, was ist der Hintergrund dieser Entscheidung, welche Vorteile erwarten wir, welche Nachteile drohen uns. Und der Geschäftsführer, der immer wieder um Informationen gebeten wird, wird auch Angst vor einer Haftung haben, denn er haftet ja persönlich nach 43 und möglicherweise dann auch vorsichtiger sein und in Ihrem Interesse Abwehrmaßnahmen ergreifen. Schließlich ist die Frage, wenn die Maßnahmen wirklich unkontrollierbar sind, ob Sie analog der aktienrechtlichen Vorschriften zum Beherrschungsvertrag ein Recht haben, die Gesellschaft zu verlassen. Nach dem Motto, ich kann das nicht mehr kontrollieren und deshalb möchte ich hier raus, also kauf gefälligst meine Geschäftsanteile. Die Literatur ist da sehr skeptisch, weil die sagt, naja, wer in ein Beherrschungsunternehmen eintritt oder sich bei der Gründung bei einem Beherrschungsunternehmen beteiligt, der muss damit rechnen, dass der andere seine Gesellschafterrechte auch ausübt und entsprechend abstimmt. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich habe es mir anders überlegt, jetzt möchte ich meine Anteile wieder an dich verkaufen. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn die Beherrschungssituation sich ändert. Das heißt, wenn einfach jemand so viele Anteile hinzuerwirbt, bis er auf einmal eine Machtposition hat. Oder wenn sich konkrete Verhältnisse ändern in der Person des Machthabenden. Also wenn es bisher ein netter Freund war und auf einmal ist es jetzt der Hedgefonds, der Böse. Dann sollen Sie möglicherweise ein Austrittsrecht haben. Grundsätzlich aber mit in der GmbH Pech gehabt und Sie müssen damit leben, wenn jemand Macht ausübt. Ja, ich habe Ihnen hier einen etwas komplexeren Fall mitgebracht. Der Fall ist deshalb kompliziert, weil Sie müssen sich erstmal den Sachverhalt vor Augen führen. Es gibt eine GmbH und diese GmbH hat folgende Gesellschafter. Es gibt O und G, die haben jeweils ein Viertel. Dann gibt es den Vater, der hat ebenfalls ein Viertel. Das heißt, wir haben 50% verteilt auf Vater, Onkel und Großvater. Die Kinder K1 und K3 von Vater V haben jeweils 2,5%. Die Mutter M hat 40% und deren Vater hat wieder 2,5%. Ja? Das gibt insgesamt 100%, wenn Sie es ausrechnen wollen. Wir haben drei Kinder mit jeweils 2,5%. Wir haben den Schwiegervater mit 2,5%, das macht insgesamt 10%. Wir haben die Mutter mit 40%, das macht insgesamt 50%. Und wir haben 25% bei Opa und Onkel und 25% bei Vater. Das macht insgesamt 100%. So, was jetzt passierte ist,
Die Satzung sagte ausdrücklich, ein Gesellschafter darf sich nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung an Konkurrenzunternehmen beteiligen. Und nun war es so, dass der Vater V 60%, also eine Mehrheit, an der V GmbH hielt, deren Geschäftsführer er auch war. Und nun erwarb nicht V selber, sondern die V GmbH 55% der Anteile an der N GmbH, die ein Konkurrenzunternehmen war. Also nicht V persönlich, sondern die V GmbH. Und jetzt passierte Folgendes. Er meinte, seine Gesellschafter fragen zu müssen. Und die Gesellschafter stimmten zu, und zwar enthielten sich der Vater V und es stimmten dafür seine drei Kinder, K1, K2, K3 und seine Ehefrau, die M. Dagegen stimmten Onkel O und Großvater G. Und es stellte sich jetzt folgende rechtliche Problematik aus Sicht von O und G. Das ist doch alles ein Gemauschel hier. Ist doch klar, dass die Ehefrau und die Kinder genauso abstimmen, wie der Vater denen das sagt. Und im Grunde hätte man nicht nur den ausschließen müssen, sondern die ganze Sippe. Und dann hätten wir die Mehrheit gehabt, dann wäre es nicht so weit gekommen. Die haben zusammen 25%. Die haben zusammen 50%. Das heißt, die haben hier eine deutliche Mehrheit. Vater V hat sich enthalten, aber dessen Stimmen waren völlig irrelevant, die 25%, weil seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder hatten ja genug Stimmen. Ja, der BGH hat gesagt, naja, also die Gefahr einer Benachteiligung steigt immer dann, wenn ein Gesellschafter parallele Interessen in anderen Unternehmen verfolgt. Und in diesem Fall besteht grundsätzlich eine Pflicht, ermessensgerecht zu entscheiden. Der BGH sagt, die Zustimmung zu einer in die Abhängigkeit führenden Befreiung steht nicht im freien Ermessen, sie ist grundsätzlich rechtswidrig, wenn nicht zusätzlich sachliche Gründe im Interesse der Gesellschaft vorliegen. Das heißt, der BGH sagt, es reicht nicht, dass wir formell Mutter und die drei Kinder abgestimmt haben, damit 50%, sondern wir brauchen grundsätzlich auch einen sachlichen Grund dafür, dass hier die Genehmigung des Anteilserwerbs okay ist. Und dann sagt der BGH im nächsten Schritt, das Ganze sei eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es sei abzuwägen, einerseits zwischen den Gefahren, die die Abhängigkeit begründen würde. Diese Gefahren bestehen darin, dass die GmbH zum Beispiel Gewinne abführt an das Konkurrenzunternehmen. Weil nämlich der Vater sowohl im Konkurrenzunternehmen beteiligt ist, auch da wird er möglicherweise sagen, es spielt ja keine Rolle, wo die Gewinne gemacht werden und wird die Gewinne in dem Konkurrenzunternehmen einfahren und die GmbH vor die Wand fahren. Zum Zweiten müsste aber auch abgewogen werden, die künftige Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der beherrschten GmbH. Und deshalb müsste man hier überlegen, ob nicht hier im konkreten Fall, dass den dieser V unangemessen benachteiligen würde, wenn man ihm verbietet, dass seine GmbH wiederum irgendwelche anderen Anteile bewirbt. Das heißt, man muss eine Interessenabwägung durchführen und sagen, welche Risiken drohen der GmbH und welche Vorteile hat sie und wie stark greift das in die Rechte des V ein. Und das Ganze sei zusätzlich zu den 50%. Die Mutter und die Kinder hätten dagegen abstimmen dürfen. Die sind nicht ausgeschlossen aufgrund ihrer Verwandtschaft, denn ab und zu mal streiten sich auch Eheleute. Die müssen ja nicht immer alle auf den gleichen Entscheidungen gepolt sein. Die können auch mal
gegensätzlicher Meinung sein. Das heißt, keine Sippenhaft, aber zusätzliche Inhaltskontrolle. Das heißt, wurde wieder zurückgewiesen, zurückverwiesen und das muss das OLG dann beurteilen, wessen Interessen jetzt hier wichtiger waren, die Interessen des V an der allgemeinen Handlungsfreiheit oder die Interessen der Mitgesellschafter daran, dass kein Interessenkonflikt besteht. So, und das bringt uns jetzt zurück zu dem Thema, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nein, das Gericht führt nur durch eine Prüfung, ob es Verhältnismäßigkeit gab. Das heißt, das Gericht prüft nicht, macht keine neue Entscheidung und sagt, ja, wir hätten das so und so gesehen, sondern das Gericht prüft, ob im konkreten Fall das Interesse der Gesellschaft überwiegt oder das Interesse des Gesellschafters. Das ist eine Abwägung und die kann das Gericht durchführen. Und der BGH sagt hier sogar, die Entscheidung ist grundsätzlich sehr rechtswidrig, wenn kein sachlicher Grund vorliegt. Das heißt, die Vermutung ist, das ist schlecht. Wenn die Satzung sozusagen die Konzernierung verbietet, dann wird sie die auch umfassend verbieten und es muss zusätzlich noch was hinzukommen, dass da das Ganze gerechtfertigt sein kann. Die Rechtfertigung ist die Ausnahme, die Rechtswidrigkeit ist der Regelfall. Ja, ich habe Ihnen letzte Woche diese Folie gezeigt und mit dieser Folie machen wir jetzt endlich weiter. Wem gegenüber haften die Gesellschafter? Und Sie sehen da, es gibt zwei Spalten. Die linke Spalte ist die Haftung im Innenverhältnis und die rechte Spalte ist die Haftung im Außenverhältnis. Das Ganze wird im Grundsatz geprägt, dass den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Das heißt, die Außenhaftung ist der absolute Ausnahmefall. Eine Außenhaftung nehmen wir immer dann an, wenn Vermögensvermischung aufgetreten ist. Damit meine ich, wenn es kein Konto der GmbH gibt, wo das Gesellschaftsvermögen ist, sondern die Gesellschaft einfach ihr Geld auf dem normalen Bankkonto des Gesellschafters oder Geschäftsführers hat. Dann sagt man, wenn der Geschäftsführer die GmbH schon nicht ernst nimmt, kann er auch nicht erwarten, dass der Verkehr die ernst nimmt, dann gibt es kein Gesellschaftsvermögen, sondern es gibt nur das Gesamtvermögen Gesellschafter, Geschäftsführer, GmbH. Das ist ein Waschkorb und da kann ich dann auch beliebig reingreifen. Dann wird nicht mehr der Schutz ernst genommen. Wenn die Gesellschafter den Schutz der GmbH nicht ernst nehmen, dann kann der andere sie auch nicht ernst nehmen. Das wird hergeleitet aus 826 BGB, kommt in der Praxis extrem selten vor, dass ein Geschäftsführer kein eigenes Gesellschaftskonto hat, dass sie sozusagen alles irgendwie auf Privatkonten abwickeln. Die zweite Fallgruppe, die Sie da sehen, die Unterkapitalisierung, kommt immer wieder in der Literatur vor, dass man sagt, ich habe eine GmbH, die hat genau 25.000 Euro und die soll mit diesem Geld eine Fluggesellschaft betreiben. Dann ist es ziemlich offensichtlich, ich habe nicht mal ein Flugzeug gechartert für 25.000 Euro. Insoweit reicht das Vermögen vorne und hinten nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, wenn ich eine GmbH gründe und von vornherein weiß, das Geld reicht nicht, dann hafte ich halt persönlich, weil das war ja eh nicht ernst zu nehmen. Diese Meinung ist eine Mindermeinung. Die Rechtsprechung hat bis heute keinen einzigen Fall entschieden, wo wir eine Haftung wegen Unterkapitalisierung hatten. Das heißt, eine Außenhaftung haben wir wirklich nur bei der Vermögensvermischung, wenn ich also die GmbH nicht ernst nehme. Eine Innenhaftung haben wir dagegen relativ oft. Wir haben eine Innenhaftung zunächst mal in § 19 Absatz 1 in Bezug auf die Einlagepflicht. Ich muss meine Einlage erbringen und diese Einlage muss ich gegenüber der GmbH erbringen. Die GmbH hat einen Anspruch gegen mich. Die Gläubiger können diesen Anspruch durchaus pfänden und sich überweisen lassen. Dann können sie den Anspruch der GmbH gegen mich geltend machen. Aber die Gläubiger selbst haben keinen Anspruch. Zweitens hafte ich auch nach 24, haben wir eben gehört, wenn einer meiner Mitgesellschafter nicht zahlt. Auch das ist ein Anspruch nur gegenüber der GmbH.
Wir haben auch ganz am Anfang gesehen, das gilt auch für Schulden, die vor der Eintragung und nach dem Vertragsschluss begründet wurden. Das heißt, für die Vorgesellschaft. In der Vorgesellschaft auch nur eine Innenhaftung. Und das Letzte werden wir uns gleich näher angucken, die sogenannte Existenzvernichtungshaftung nach 826 Absatz 1 BGB. Bevor wir aber dazu kommen, ein kurzer historischer Rückblick. Historisch können wir sagen, naja, so lange ist noch nicht her. Das sind Entscheidungen des BGH, die sich mit der Frage befassten, wann haftet ein Gesellschafter für Verluste der GmbH? Und zwar Entscheidungen aus dem vergangenen Jahrtausend, das heißt aus den Jahren, die mit 19 irgendwas anfingen. Ja, die erste grundlegende Entscheidung hatte den tollen Namen Autokran. Sie sehen, der BGH hat kreative Namen. Und der Fall war ganz interessant. K. vermietete Autokräne. Und er macht das wie folgt. Er hatte eine Obergesellschaft, die nannte er Autokran Master GmbH. Und die hatte wiederum Tochtergesellschaften. Und jede Tochtergesellschaft hatte genau einen Kran, den sie dann geleast hatte und weitervermietete. Und der Geschäftsführer aller Töchter war K. selbst. Der war also nicht nur Chef der Muttergesellschaft, sondern auch Chef aller Töchter. Der machte auch die Buchführung und die Finanzierung der Tochtergesellschaften. Und es kam, wie es kommen musste in der ganzen Sache, die Leute zahlten ihre Rechnung für das Mieten der Kräne nicht. Daraufhin hatte die Tochtergesellschaft kein Geld mehr und fiel in Insolvenz. Und jetzt wollte der Insolvenzverwalter der Tochtergesellschaft von der Muttergesellschaft Ausgleich der Verluste. Ja? Für diejenigen, die letztes Semester Gesellschaft und Ökonomie gehört haben, das ist der Parallelfall zu diesem Taxifall, wo dieser Taximensch für jedes Taxi eine eigene Corporation gegründet hat. Das hier ist die Parallele dazu im deutschen Recht. Und der BGH hat da ins Aktiengesetz geguckt und hat gesagt, das Aktienrecht erlaubt mir, mich ständig in die Gesellschaft, in Angelegenheiten meiner Tochtergesellschaft einzumischen, aber nur dann, wenn ich einen Verlustausgleich leiste. Wenn Sie mal gucken, in Paragraph 302, 303 Aktiengesetz, dann sehen Sie da, dass es einen Verlustausgleichsanspruch gibt. Und der sagt, es müssen die Verluste ausgeglichen werden, die im Laufe des Geschäftsjahres eingetreten sind. Das heißt, wir müssen jedes Jahr alle Verluste ausgleichen. Allerdings, sagt der BGH, gilt das nur, soweit nicht auch ein pflichtgemäßer Geschäftsführer genauso gehandelt hat. Das heißt, der BGH sagt, es muss eine Kausalität zwischen der Beherrschungssituation und der schlechten Geschäftsführung bestehen. Wenn ein vernünftiger Geschäftsführer die gleiche Entscheidung getroffen hat, kann man keinen Regress nehmen. Wenn der Geschäftsführer allein aufgrund der Weisung gehandelt hat, dann ist er dran. Dann ist die Mutter dran. Das war eine gar nicht so dumme Überlegung, aber es kam, wie es kommen musste, der BGH musste einen weiteren Fall entscheiden. Und dieser Fall war dann etwas komplizierter. Es gab den B und der B hatte ein Bauunternehmen und das Bauunternehmen stand kurz vor der Pleite. Um das Bauunternehmen zu retten, gründete der B nun eine Gesellschaft G. Da beteiligte sich auch die Bank und damit das Ganze klappte, hat man auch zwei Strohmänner hinzugeholt, damit das Ganze ein bisschen geschäftlich neutral war. Rein von der Finanzierung her war das Ganze darlehensfinanziert, das ganze Geld kam von der Bank. Weder der Bauunternehmer noch seine beiden Strohmänner hatten jemals Geld. Die Gesellschaft ging dann hin und erwarb von B dessen Kräne, Bagger, Raupen und was es da so alles gibt. Sie zahlte aber dummerweise an den B zu viel Geld
für seine einzelnen Teile. Das heißt, der B machte dabei einen gewissen Gewinn. Und die G tat dann in die Prachtverträge ein und führte Arbeiten zu Ende für den, machte also da weiter, wo er gemacht hatte. Allerdings, das Entgelt bekam nicht die Gesellschaft, sondern das bekam der B, weil der war ja auch Vertragspartner. Dass jemand anders die Geschäfte durchführt, 278, kein Problem. Das Geld kriegt immer der Vertragspartner. Folge der ganzen Nummer war, die G hatte Ausgaben für die Maschinen, die G hatte Ausgaben für die Pacht und die hatte das Personal, hat auf den Baustellen gearbeitet, bekam aber nie Einnahmen, weil die Einnahmen flossen an den B, der die Verträge ja vorher abgeschlossen hatte. Folge war, das Ganze fuhr vor die Wand und die G ging insolvent. Der B hatte in der Zeit ein relativ gutes Geschäft gemacht, der hatte nämlich die Gewinne aus den vorherigen Verträgen, der hatte den Verkaufserlös für seine ganzen Maschinen und hat sich gesagt, wunderbar, ist doch schön und gut. Jetzt kam der Insolvenzverwalter von dieser G und wollte wissen, was kann ich da tun? Und der BGH hat wieder zurückgegriffen auf 302 Aktiengesetz und hat gesagt, ich kann immer dann Verlustausgleich verlangen, wenn die Geschäfte im finanziellen Bereich dauernd und umfassend geführt werden und nicht dargetan werden kann, dass die entstandenen Verluste auf einer neutralen Geschäftsführung, geschäftsführungsunabhängig waren. Denn der BGH sagt weiter, die Verlustübernahmepflicht dient dazu, das schwache Kapitalsystem der GmbH auszugleichen. Sie kann daher nicht davon abhängen, ob hier eine konkrete ordnungsgemäße Geschäftsführung erfolgt, sondern es ist nur ausgeschlossen, wenn äußere Umstände das Ganze beeinflussen. Der Blitz schlägt ein und zerstört den Kran. Oder Schuldner zahlen ihre Rechnungen nicht. In diesen Fällen erfolgt kein Rückgriff, aber immer dann, wenn es irgendwas mit der Geschäftsführung zu tun hat, haftet der Gesellschafter selbst dann, wenn auch ein ordentlicher Geschäftsführer die gleiche Entscheidung getroffen hätte. Grund dafür, sagt der BGH, ist, dass § 30 im GmbH-Gesetz so schwach ist, da muss man einen Ausgleich schaffen, der deutlich stärker ist. Dann hat der BGH noch einen Fall gehabt und auch da passte seine Rechtsprechung wieder nicht 100% und er musste wieder anpassen. Es gab den A und der A war Gesellschafter einer Videothek und die Videothek hieß praktischerweise Videotheken GmbH. Der A war aber nebenbei auch noch als Einzelkaufmann tätig und hatte auch andere GmbHs. Also er war nicht nur an der V GmbH beteiligt, sondern an anderen Unternehmen. Und nun kam ein Lieferant und der Lieferant wollte nun von A persönlich Geld, weil die V GmbH insolvent war. Also nochmal, K hatte an die V GmbH was geliefert, die V GmbH war insolvent und nun wandte er sich an den einzigen Gesellschafter dieser Gesellschaft und sagte, hör mal, du bist hier Konzernunternehmen, weil du hast neben dieser GmbH noch ein einzelkaufmännisches Gewerbe und diverse andere GmbHs. Das heißt, du hast genau die Interessenkollision, die wir hier bei dem Autokran hatten und die wir hier bei dem Tiefbauunternehmen hatten. Du hast nebenbei noch eine andere Tätigkeit laufen und bereicherst dich auf Kosten der Gesellschaft. Und der BGH prüft das erstmal durch und sagt, ja, es spricht viel dafür, dass hier ein herrschendes Unternehmen besteht und das begründet in der Tat Gefahren für Minderheitsgesellschaften, die wir hier nicht haben, und Gläubiger. Und diese Gefahren will das Konzernrecht regulieren. Und das führt dazu, dass man immer damit rechnen muss, wenn jemand anders war, der tätig ist, dass er seine Macht missbraucht und daher müsse er haften. De facto also, wenn Sie GmbH-Gesellschafter waren und irgendwelche anderen Interessen noch hatten, waren Sie immer persönlich haftbar.
Das war die Folge der BGH-Rechtsprechung zu dem sogenannten qualifiziert faktischen Konzern. Ja, Sie haben also gesehen, es fing an mit einem relativ klaren Fall, wo man gesagt hat, das klingt ja schon irgendwie missbräuchlich, der hat für jeden Kran eine Tochtergesellschaft, aber die Tochtergesellschaften haben gar nicht den Kran, sondern die leasen den Kran immer nur von der Mutter und vermieten den weiter. Wenn die Kunden nicht zahlen, geht halt die Tochter pleite. Das heißt, die Mutter bleibt davon geschützt, die Mutter kriegt auf jeden Fall ihr Geld. Dass das nicht so gerecht sein kann, erkennt man. Hier in dem Fall war der einzige Vorwurf an den Videothekenmensch, dass er nebenbei noch andere Unternehmen hatte, ohne dass er ihm etwas Konkretes vorwerfen konnte. Trotzdem sagt der BGH, gibt es diese allgemeine Gefahr und diese allgemeine Gefahr kann er nicht widerlegen, also ist er dran. Damit war der 13 Absatz 2 GmbH-Gesetz weitgehend sinnentleert und die Gesellschafter waren im Grunde immer dran, wenn sie nicht nur Hobbygesellschafter waren und an einer GmbH beteiligt waren. Sie können sich vorstellen, so ganz zufrieden war man dann doch nicht mit dieser ganzen Rechtsprechung und hat dann versucht, das Rad wieder zurückzudrehen. Und der BGH hatte dazu Gelegenheit, in einer Entscheidung, die hieß TBB, hier T-Baubetreuungsgesellschaft. Ja? Baubetreuungsgesellschaft, TBB. Und es gab den A, der A war Finanzberater und darüber hinaus mit seiner Ehefrau an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Im konkreten Fall, das ist das Kuriose daran, jetzt müssen Sie mal staunen, ging es um eine Gesellschaft, die TBB, und die TBB stand allein in der Inhaberschaft der Frau, nicht des T selber, nicht des A selber. Da steht da T, der heißt A in diesem Fall. Da steht ja nur, um Sie zu verwirren, also es müsste eigentlich A heißen. Und diese TBB hatte nun einen Handwerker beauftragt. Der Handwerker hatte eine Rechnung gegen die TBB und der Handwerker konnte bei der TBB kein Geld mehr kriegen, weil die TBB pleite war. Daraufhin wandte sich der Handwerker an A. Der Unterschied zu dem Videofall ist, hier ist der A noch nicht mal Gesellschafter. Er will also Geld von jemandem haben, der mit dieser GmbH nichts zu tun hatte. Wie kam er darauf? Weil er sagte, wenn wir diese ganzen verwinkelten Beziehungen durchgehen, mal ist die Frau Gesellschafterin, mal ist er Gesellschafter, mal sind beide zusammen, das ist alles ein Kuddelmuddel, deshalb sollen die alle haften. Der BGH sagt, die Gesellschaftsstellung der Frau ist ihm nur zuzurechnen, wenn sie die Anteile ausschließlich in seinem Interesse hielt. Das ist klar, wenn er sozusagen ein verdeckter Gesellschafter ist, der die Frau nur vorgeschoben hat, dann passt das. Jetzt kommt was Wichtiges. Der BGH sagt, das Konzernhaftungsrecht greift nur dann ein, wenn ich einzelne Eingriffe nicht mehr isolieren kann und im Einzelfall keine angemessene Rücksicht auf die Belange der Gesellschaft genommen wird. Und bei einer Ein-Personen-Gesellschaft fehlt es an einer angemessenen Rücksichtnahme, wenn die Gesellschaft ausschließlich den Interessen des herrschenden Unternehmens entgegenkommt. Haftungstatbestand ist nicht die dauernde und umfassende Leitung, sondern die Beeinträchtigung ihrer Interessen. Vom Kläger ist deshalb zu verlangen, dass er Umstände darlegt und beweist, die die Annahme zumindest nahelegen, dass bei der Unternehmensführung im Hinblick auf den Konzerninteresse die eigenen Belange der GmbH über bestimmte Eingriffe hinaus beeinträchtigt worden sind. Sie sehen den wesentlichen Unterschied zu dem, was im Video damals gesagt worden ist. Im Video hieß es, wer an einer GmbH beteiligt, so andere Interessen hat, der haftet. Hier wird jetzt gesagt, ich muss einen konkreten Eingriff nennen, auf den das Ganze zurückgeführt werden kann. Ich muss konkrete Eingriffe benennen, und nur dann komme ich in die Haftung. Wenn also der Gläubiger sagen kann, damals hast du in die Kasse gegriffen, war es das.
Wenn er mir aber nichts nachweisen kann, habe ich Pech gehabt. Das war die brillante Lösung des BGHs. Die Überlegung war, das herrschende Unternehmen leitet die GmbH, verletzt dessen Eigeninteressen. Man hat keine Einzeleingriffe mehr, die man feststellen kann. Die Nachteilszufügung lässt sich also nicht abgrenzen. Und das Ganze führt zu einem Ausgleichsanspruch, unabhängig davon, ob der konkrete Verlust auf dem Eingriff beruht. Sobald ich einmal in die Kasse gegriffen habe, hafte ich dann für alles. Ja? Also ich muss nicht über das Geld wieder zurückzahlen, was ich entnommen habe. Sobald man nachweisen kann, dass ich regelmäßig da mich eingemischt habe, kann ich dann alles ersetzt verlangen. Auch dieses Konzept hat der BGH dann aber wieder verworfen. Sie sehen, der BGH hat mit dem Problem über Jahrzehnte gekämpft und er hat dann ein Modell entwickelt, das nannte er Existenzvernichtungshaftung. Und diese Existenzvernichtungshaftung hat auch wiederum mehrere Entwicklungsschritte durchgemacht. Und der erste Entwicklungsschritt war die Bremer Vulkanentscheidung. Die Bremer Vulkanentscheidung war eine Entscheidung, wo es um eine Sanierung ging im Grunde. Die BAG erwarb eine Werft und die Werft gehörte der MGmbH. Dann wurde die Werft auf die AG verschmolzen und die Folge war, die GmbH gehörte danach der AG. Und jetzt wird spannend, die Treuhandanstalt sagte, für die Sanierung dieser Werft kriegt ihr Staatsgelder. Und diese Staatsgelder flossen dann auch. Allerdings war das Unternehmen so strukturiert, dass es einen sogenannten Cashpool gab. Das habe ich Ihnen schon mal erklärt, als wir über § 30 gesprochen haben. Ein Cashpool besteht darin, wenn Sie Geld bekommen, wird das in den Pool eingezahlt, einen gemeinsamen Pool aus allen Gesellschaften. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Geldspeicher. Dann wird sozusagen von Ihrem Unternehmen das Geld in den Geldspeicher geschickt. Und wenn Sie Geld brauchen, können Sie auf den Cashpool zugreifen und können das Geld wieder da rausziehen. Das heißt, alle Konzernunternehmen haben ein gemeinsames Vermögen, was in diesem sogenannten Cashpool verwaltet wird. Dummerweise, was passierte, war Folgendes. Die Treuhandanstalt hat das Geld gegeben, um die DDR-Werft wieder aufzubauen. Das Geld floss in den Cashpool und wurde dann in Westdeutschland wieder ausgegeben. Und die Werft im Osten vergammelte immer mehr und das Ganze endete furchtbar. Die Folge war, letztendlich fiel dann die ostdeutsche Werft in Insolvenz, weil da nichts mehr zu retten war. Und die westdeutschen Werften waren alle gut saniert mit dem Geld, was für Aufbau Ost gezahlt wurde. Und jetzt kam der Insolvenzverwalter auf die Idee, ja gut, dann können wir doch jetzt mal zugreifen auf diese Konzernstruktur und sagen, ihr habt uns unser Geld weggenommen, was eigentlich in unsere Werft fließen sollte. Und daraufhin hat der BGH gesagt, alles, was wir bisher gesagt haben, war falsch. Stattdessen geht es gar nicht um irgendeine Analogie zum Aktienrecht, sondern es geht eigentlich irgendwie um § 30 folgende GmbH-Gesetz. Die Gesellschafter müssen angemessene Rücksicht auf die Belange der GmbH nehmen. Und daran fehlt es, wenn infolge eines Eingriffs die GmbH zahlungsunfähig wird. Wenn ich also der GmbH so lange Geld wegnehme, bis sie nicht mehr zahlen kann, dann hafte ich. Und der BGH schreibt, zu einer Haftung des Alleingesellschafters für die Verbindlichkeiten der von ihm beherrschten GmbH führt aber auch ein solcher existenzvernichtender Eingriff nur dann, wenn sich die Fähigkeit der GmbH zur Befriedigung ihrer Gläubiger nicht schon durch die Rückführung entzogenen Stammkapitals gemäß 31 GmbH wiederherstellen lässt. Damit sagt der BGH, erstens, es gibt diesen Anspruch, aber der ist subsidiär gegenüber § 30, 31 GmbH-Gesetz und der hat nichts zu tun mit Aktienrecht, der ist ein Anspruch sui generis
der sich aus dem Nichts entwickelt hat. Dann hat der BGH wieder ein paar Jahre Ruhe gehabt und dann kam die Entscheidung Kindl Backwaren Vertriebs GmbH, KBV. KBV war ein schwieriger Fall. Es gab den A und den B und A und B waren Gesellschafter der KBV GmbH. Ende 95 beschlossen sie, den Geschäftsbetrieb einfach mal einzustellen. Wir machen den Laden dicht. Um das zu machen, gründeten sie eine neue Gesellschaft und überführten dann alle Arbeitsverhältnisse und das Vermögen der GmbH auf diese Gesellschaft. Im Ergebnis blieb also die KBV auf den Schulden sitzen, weil alles, was wert war, war auf die andere Gesellschaft übertragen worden. Und zwar waren es keine Peanuts, das waren 1,9 Millionen. Allerdings von den 1,9 Millionen waren immerhin 1,5 Millionen Darlehen, die A und B gegeben hatten. Jetzt der Gläubiger G, der zu der restlichen 0,4 gehörte, wollte Geld sehen, also der wollte von der KBV Geld sehen, war nichts mehr zu holen. Also klagte er jetzt gegen A und B persönlich. Nochmal, es gab die KBV GmbH. KBV GmbH war eine Bäckerei. Die Bäckerei hatte Angestellte, hatte Backöfen, hatte Brot und hatte Geld. Und jetzt A und B, die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft waren, sagten, wir wollen das Ganze sanieren und das tun wir wie folgt. Wir nehmen alles, was wert ist und übertragen das auf eine andere Gesellschaft und lassen sozusagen die Schlechten übrig und gucken mal, was dann passiert. Und die GmbH hatte halt Schulden von 1,9 Millionen, davon 1,5 gegenüber A und B. Und jetzt kommt Gläubiger G und möchte gerne von A und B persönlich Geld haben. Der BGH hat wieder einen langen Sermon gemacht und gesagt, ja, das System der beschränkten Haftung beruht auf der unausgesprochenen Voraussetzung, dass das Gesellschaftsvermögen zum Zwecke der Befriedigung der Gläubiger in der Gesellschaft verbleiben muss und damit der Dispositionsbefugnis der Gesellschafter entzogen ist. Die GmbH hat zwar keinen Anspruch gegen ihre Gesellschafter auf Gewährleistung ihres Bestandes, sie können die Existenz der GmbH jederzeit beenden. In jedem Fall hat die Beendigung in einem geordneten Verfahren zu erfolgen, das heißt nach dem 69 folgenden GmbH-Gesetz, in dem die Vermögenswerte der Gesellschaft zunächst zur Befriedigung der Gläubiger zu verwenden sind. Entziehen die Gesellschafter hingegen unter Auslassung der gebotenen Rücksichtnahme Vermögensgegenstände, so liegt darin ein Missbrauch der Rechte von GmbH, der zum Verlust des Haftungsprivilegiert führen muss. Folge also auch hier wieder, die Gesellschafter A und B hafteten persönlich mit ihrem Privatvermögen unmittelbar gegenüber den Gläubigern. Weil der BGH sagt, das ist eine Schweinerei, wenn ihr einfach alles Gute entzieht und dann die GmbH auf den Schulden sitzen lässt. Das ist eine sogenannte kalte Liquidation, die ist unzulässig. Dann hatte der BGH noch knapp Gelegenheit, 2015 zu der Problematik zu äußern. Da war der Fall, es gab eine BMW-Niederlassung und der Inhaber der ersten Niederlassung erwarb noch eine zweite hinzu. Stellen Sie sich vor, die eine in Bad Godesberg und die andere in Beuel. Weil aber die GmbH irgendwie schlecht lief, wickelte er die GmbH ab, wobei er im Ergebnis sagte, kommt doch mal eine andere Filiale. Ist doch auch gut. BMW ist BMW. In der Insolvenz der GmbH kamen nun die Gläubiger und wollten von V persönlich Geld sehen. Warum wollten sie das Geld sehen, fragen sie sich. Ganz einfach, weil die gesagt haben, die GmbH hatte gewisse Vermögenswerte und der Vermögenswert eines Autohauses bzw. einer BMW-Niederlassung ist, dass man Kundenstämme hat. Wenn du aber die Kunden von A nach B verlegst, dann hast du sozusagen dem Unternehmen den Kern entzogen und damit hast du das Ganze in die Pleite geführt. Der BGH sagt, ich darf dem Vermögen Gegenstände entziehen, muss dann aber eine angemessene Gegenleistung erbringen. Und die Beweislast für die Angemessenheit der Gegenleistung
liegt beim Gesellschafter. Der Gesellschafter muss also in jedem einzelnen Fall nachweisen, wenn er der GmbH was weggenommen hat, dass die Gegenleistung, die dafür bekommen, die der GmbH dafür geleistet hat, angemessen war. Hat er zu wenig gezahlt, haftet der Gesellschafter persönlich. Unbeschränkt nach außen. All diese tollen Entscheidungen hat der BGH dann im Jahr 2007 wiederum über den Haufen geworfen. Sie sehen, der BGH hat da gewisserweise experimentiert über die letzten 60 Jahre und hat sich jedes Jahr was Neues einfallen lassen. In der sogenannten Trihotel-Entscheidung. Die Trihotel-Entscheidung war eigentlich eine recht klare Entscheidung. Der BGH hat die nur entschieden, weil er mal wieder was zu dem Thema sagen wollte. Und die Trihotel-Entscheidung war wie folgt. Es gab den X. Und der X verpachtete ein Grundstück mit Hotel an die Trihotel GmbH. Trihotel GmbH hatte genau einen Geschäftsführer und einen Gesellschafter, das war nämlich der X. Das Inventar wurde zur Sicherung eines Darlehens an X sicherungsübereignet. Das heißt, auch die Möbel in dem Hotel gehörten dem X. Die V GmbH sollte das Hotel gegen eine pauschale Umsatzbeteiligung von 40% verwalten. Dann lief es erstmal ganz gut und auf einmal kam es zu Verlusten. Keiner wollte mehr dieses Hotel. Nach 4 Jahren fiel die GmbH dann in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter stellte fest, es gab Schulden von 900.000 Euro. Das Vermögen der GmbH betrug 100.000 Euro. Das fand der Insolvenzverwalter verdächtig und deshalb klagte er jetzt gegen X persönlich und sagte, du haftest persönlich für diese Differenz, nämlich 100 Euro gegenüber 900.000 sind 899.900 Euro. Die hätte ich gerne von dir, das war sein Klageantrag. Nach allem, was ich Ihnen bisher gesagt habe, wäre es ziemlich offensichtlich, das kann irgendwie nicht sein, weil wir hier noch nichts gehört haben, was jetzt der X Böses gemacht hat. Was ist das konkrete vorwerfbare Verhalten, was hier der X getätigt haben soll? Gesellschafter dürfen schließlich Geschäfte machen. Der BGH hat die Gelegenheit aber genutzt, um erstmal grundlegend aufzuräumen. Der BGH sagt zunächst mal, das, was wir als Existenzvernichtungshaftung geschaffen haben, war eine gute Idee. Da halten wir erstmal im Grundsatz dran fest. Allerdings geben wir das bisherige Konzept komplett auf. Stattdessen möchten wir jetzt 826 BGB anwenden. Warum? Weil das steht im Gesetz. Und das, was wir bisher hatten, stand nicht im Gesetz. Zweitens, wir haben bisher immer gesagt, das sei subsidiär gegenüber dem Paragraphen 30 folgende. Ach, das wollen wir auch nicht mehr. Diese Subsidiarität fällt auch weg. Ich kann sowohl nach 826 als auch nach 3031 vorgehen. Das Bemerkenswerte ist allerdings, bei der ganzen Sache ist geändert worden. Ich habe jetzt keinen unmittelbaren Anspruch mehr gegen die Gesellschafter, sondern es hat nur noch die GmbH einen Anspruch gegen die Gesellschafter. Das heißt, es wurde geändert, der grundlegende Gedanke, bisher hatte immer der Gläubiger einen Direktanspruch, jetzt mit der 826er Lösung hat die GmbH den Schaden erlitten und die GmbH hat den Anspruch gegen die Gesellschafter. In der Insolvenz ist das völlig egal, weil das der Insolvenzverwalter derjenige, der es managt, aber außerhalb der Insolvenz wäre dann nichts mehr zu holen. Ja, danach hat der BGH kaum noch was Relevantes gesagt zu der Problematik. Hier haben wir noch einen Fall, der ganz lustig war. Es gab eine GmbH, die sogenannte Gamma GmbH, und die Gamma GmbH war Teil eines Konzerns. Die GmbH wurde mit dem Mindestkapital von 25.000 gegründet und Ziel war einfach immer nur, wenn ein Arbeitnehmer irgendwie untergebracht werden musste, schob man den auf die Gamma GmbH. Folge war, weil die Gamma GmbH irgendwie keine Gewinne machte, fiel sie irgendwann in Zahlungsunfähigkeit. Die Gesellschafter waren pleite, die Arbeitnehmer bekamen halt kein Geld mehr
Der Insolvenzverwalter I überlegt sich dann, ob er nun gegen die Gründer der Gamma GmbH vorgehen kann, mit dem Argument, naja, wenn die GmbH Arbeitnehmer haben soll, aber nur 25.000 Euro hat, ist das nicht ein bisschen wenig, dann kann das ja nicht funktionieren. War ja offensichtlich ungeeignet für den Zweck. Und der Insolvenzverwalter klagt das Ganze durch und der BGH sagt, wir brauchen einen Eingriff. Das heißt nicht sonst existenzvernichtender Eingriff und nicht existenzvernichtende Gründung. Und der Eingriff kann nicht daran liegen, dass ich am Anfang nicht genug Geld gegeben habe, weil nicht genug Geld geben ist kein Eingriff, sondern es ist ein von Anfang an bestehender Zustand. Und eine solche Haftung, die sagt Haftung für anfängliche Unzureichendheit, dafür gibt es im System des GmbH-Rechts keinen Raum, denn hier im konkreten Fall ist es so, dass wir Regelungen haben zur Kapitalaufbringung. Wir sagen 25.000 Mindestkapital, mehr können wir nicht sagen, da haben wir eine abschließende gesetzliche Regelung. Ergebnis, allein der Umstand, dass die GmbH die Kosten gar nicht tragen konnte, ist irrelevant und kann nicht zu einer Haftung der Gesellschafter führen. Und dann haben wir noch die Sanitary GmbH. Die Sanitary GmbH wurde liquidiert und veräußerte ihre komplette Ausstattung an eine AG und Co. KG. Und jetzt kommt das Wichtige, die selbst von den Gesellschaftern abhängig war. Das heißt, die haben eine zweite Tochter gehabt, die hat das Inventar gekriegt. Danach, nachdem alles Inventar übertragen worden ist, wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und gesagt, ist ja nichts mehr da, sondern nur noch Schulden. Der Insolvenzverwalter sagte, ha, der Verkauf war der existenzvernichtende Eingriff und ich möchte jetzt von den Gesellschaftern die Schulden komplett ersetzt haben. Der BGH sagt, ja, das sehen wir auch so. Auch in der Liquidation kann es einen existenzvernichtenden Eingriff geben. Und zweitens, im Grundsatz gilt da nichts anderes als für die existierende GmbH. Selbst wenn die Gesellschaft in Liquidation ist, kann ich nicht einfach in die Kasse greifen, sondern dann muss ich erst die Gläubiger befriedigen, bevor ich irgendwelches Vermögen an die Gesellschafter ausschütte. Also, was können wir festhalten? Alles, was wir zum Konzernrecht gehört haben, zum Aktienrechtlichen, braucht man nicht mehr. Zweitens, ursprünglich mal hat der BGH gesagt, es gibt eine Haftung unmittelbar gegenüber den Gläubigern und die hat er begründet mit einer teleologischen Reduktion von 13 Absatz 2 GmbH-Gesetz, weil er sagt, Rechtsformmissbrauch. Wer die GmbH missbraucht, kann nicht verlangen, dass die GmbH ernst genommen wird. Das hat der BGH alles aufgegeben und sagt heute, die GmbH hat einen Anspruch gegen die Gesellschafter aus 826 BGB. Und der Gesetzgeber fand die Idee des BGH so gut, dass er eine Haftung der Geschäftsführer für solche Eingriffe, die Zahlungsunfähigkeit verursachen können, in 64 Satz 3 GmbH-Gesetz geregelt hat. Das ist aber eine Haftung der Geschäftsführer, die von der Haftung der Gesellschafter unberührt ist. Die Voraussetzungen von 826 sollten Sie schon grob kennen. Die erste Voraussetzung ist Sittenwidrigkeit und der BGH sagt, es verstößt gegen die guten Sitten bzw. das Anstandsgefühl aller billig- und gerechtdenkenden, wenn ich planmäßig Gesellschaftsvermögen zu Lasten der Gläubiger entziehe und das zum eigenen Vorteil verwende. Das heißt, ich muss eine Entziehung haben, eine aktive Wegnahme und ich muss das zu Lasten der Gläubiger machen und zum eigenen Vorteil. Subjektiv genügt dolus eventualis, das heißt, Sie brauchen keine Absicht, keine Bereicherungsabsicht oder Schädigungsabsicht. Das heißt, es genügt, wenn Sie billigend in Kauf nehmen, dass die Gläubiger darunter einen Nachteil erleiden. Und zusätzlich in der Insolvenz macht es der Insolvenzverwalter geltend. Das heißt, die Gläubiger haben hier keinen Anspruch. Der Geschäftsführer verliert seine Befugnis in der Insolvenz. Zusammengefasst haben Sie also die Voraussetzungen. Erstens Eingriff, zweitens Insolvenzeintritt, drittens, es muss irgendeinen
Zurechnungszusammenhang geben zwischen dem Eingriff und der Insolvenz und viertens Dolus Eventualis bezüglich der drei anderen Umstände. Folge ist eine Innenhaftung, also keine Außenhaftung und kein Vorrang von 3031. Das heißt, Sie haben sowohl den Anspruch auf Wiederauffüllung des Stammkapitals, wenn das eingegriffen worden ist, als auch parallel den Anspruch aus 826 auf Rückgängigmachung des Eingriffs, das heißt auf Herstellung des Zustandes, der ohne den Eingriff bestanden hätte. Das ist also doppelt. Diese umfassende Außenhaftung haben wir nur noch bei Vermögensvermischung. Ansonsten haften die Gesellschafter immer nur auf Ausgleich des konkreten Eingriffs. Ja, damit kommen wir zum Thema Gesellschafterversammlung. Ich habe Ihnen schon gesagt, da gilt grundsätzlich die Freiheit des Gesellschaftsvertrages. Wir haben auch nicht diese strikte Bindung der Gesellschafterrechte an eine Versammlung wie in 118 Aktiengesetz. Die Aktionäre müssen ihre Rechte in der Hauptversammlung ausüben. Das ist in der GmbH nicht zwingend. Sie können in der GmbH zum Beispiel auch ein Umlaufverfahren machen oder Sie können direkte Einflussrechte ausgestalten. All das gehört zur Satzungsfreiheit. Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr. 46 GmbH-Gesetz regelt die originären Kompetenzen der Gesellschafterversammlung. Sie sehen da zunächst mal Nummer 1 bis 1b bezieht sich auf das Rechnungslegungsrecht. Das heißt auf die Erstellung des Jahresabschlusses etc. Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt in der GmbH den Gesellschaftern, nicht irgendeinem Aufsichtsrat oder irgendwas, sondern den Gesellschaftern persönlich. Zudem entscheiden die Gesellschafter über die Einforderung der Einlagen nach 19.1, die Rückzahlung von Nachschüssen, die Teilung, Zusammenlegung etc. von Geschäftsanteilen, Bestellung und Abberufe von Geschäftsführern sowie Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführer, das heißt, wenn irgendwelche Kontrollfragen gestellt werden müssen, die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Betrieb, das heißt Gesamthandlungsbevollmächtigten, und die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen gegen Geschäftsführer. Das heißt, im Prozess gegen Geschäftsführer wird die GmbH vertreten durch die Gesellschafter. So, das sind die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung, die sind aber nicht abschließend. Die Gesellschafter haben ähnlich wie der Gemeinderat in Nordrhein-Westfalen die Befugnis, alles an sich zu ziehen, was sie für wichtig halten. Der Geschäftsführer hat keine eigene originäre Entscheidungsbefugnis außerhalb der gesetzlichen Pflichten. Wir haben ja schon gehört, Weisungen bezüglich der Gesellschafterliste oder des Jahresabschlusses oder der Ausschüttung des Stammkapitals sind alle nichtig, weil das drittschützende Normen sind. Nächste Woche werden wir uns dann noch ganz kurz, ich würde mal sagen ungefähr 10 Minuten, beschäftigen mit dem Abstimmungsverfahren und danach weitermachen mit unserem nächsten Thema, auf das Sie ja schon alle ganz gespannt warten. Vielen Dank.